Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Entschuldigung, ich habe wirklich viel zu viel gegessen, bevor ich dieses Review mache. Ich muss echt sagen, wenn sich das schon so anfühlt, wie zum Teufel muss sich das für Frauen anfühlen, wenn sie wirklich schwanger sind, wenn nicht nur ein bisschen Steak da drinnen ist, sondern wirklich ein ganzer Mensch. Wobei, gut, ich muss sagen, irgendwann einmal hatte ich fast das Gefühl, dass das bei mir auch passieren könnte. Immerhin war ich mal in einem Restaurant essen und da stand Hühnerschnitzel 10 Euro, Kinderschnitzel 7 Euro. Ich bin dann geflohen. Aber natürlich kennen wir alle dieses Gefühl, wenn es im Bauch drückt und rumort, wenn das Steak noch tritt von innen, dann war es wahrscheinlich nicht ganz durch. Und jeder weiß, dass es keine unangenehmere Unterhaltung mit einer Dame gibt, als zu fragen, schwanger? Nein, Schnitzel. Aber das, was wir in den Filmen immer wieder gerne sehen, ist, dass natürlich so eine Schwangerschaft auch sehr seltsame Nebenwirkungen haben kann. Also, außer dass man wahrscheinlich die letzten 1,5 Minuten von diesem Video nicht ganz so lustig findet wie diejenigen, die das noch nicht durchlebt haben. Aber wir kennen natürlich den klassischen Film Rosemary's Baby von Roman Polanski, der damals diese ganze Geschichte rund um die Schwierigkeiten in der Schwangerschaft, das teuflische Kind, natürlich auch subtil das Thema Abtreibung dargestellt hat. Wobei es eigentlich relativ interessant ist, wenn man sich diese amerikanische Filmgeschichte näher anschaut, wann genau diese Filme erschienen sind, nämlich genau dann, wenn natürlich überwiegend die ganz besonders katholischen Hardliner über die Abtreibungs- oder gegen die Abtreibungsrechte gewettert haben, dann kamen vergleichbare Filme, die auch das Ganze ein bisschen in den Bereich der Horrorfilme transportieren. Und so gab es eben Rosemary's Baby dann Anfang der 70er, die eher weniger subtile, reißerische Version wie Wiege des Bösen und einige andere vergleichbare Filme. Und witzigerweise, als dann Anfang der 90er Jahre diese Debatte noch einmal geführt wurden, kamen dann gleich einmal einige Filme wie The Unborn, The Suckling und so weiter relativ kurz nacheinander. Vor allem war The Unborn eine relativ interessante Produktion von keinem geringeren als Roger Corman, der sich zwar nach seinem Flop des Films Weißer Terror, den er tatsächlich aus einer wirklich wichtigen politischen Motivation gegen Rassismus gedreht hat, aber wegen dem Flop dann eben beschlossen hat, er möchte eigentlich nur mehr Unterhaltungsfilme drehen, ohne jetzt eine wirklich offensichtliche Aussage, aber trotzdem hat er das Ganze, seine Gesellschaftskritik und politischen Ansichten immer wieder relativ subtil in die Filme integriert. Gut, subtil war es jetzt bei The Unborn nicht unbedingt, dass es da eben um ein Statement für Abtreibung, beziehungsweise natürlich auch ein Statement für dieses Human-Genom-Projekt sei, das seit 1990 eben in Amerika durchgeführt wird und dass man sich vielleicht dann doch so ein kleines bisschen fürchten sollte, wenn die Babys dann in Zukunft aus irgendeinem Labor-Eprovettel kommen. Aber was interessant ist an The Unborn, ist nicht nur das Mitwirken von Roger Corman als Produzent, auch der Regisseur Rodman Flander ist tatsächlich kein Unbekannter. Er hat 1991 mit The Unborn sein Regiedebüt gefeiert und war dann 3 Jahre später mit Leprechaun 2 auch relativ bekannt und groß dabei. 1999 drehte er dann den wirklich coolen Kultfilm Die Killerhand, hat allerdings wahrscheinlich damit so genau das Gegenteil von den Zahn der Zeit getroffen, als der Film, der ja gegen Ende ein Massaker in einer Schule hatte, relativ zeitnah zum Massaker in Bowling for Columbine erschienen ist und die Leute dadurch seinen Namen eher negativ besetzt hatten, obwohl er dafür natürlich überhaupt nichts konnte, dass sein Film einfach nur zu einer blöden Zeit kam und er musste sich dann ein bisschen weiter zurückziehen und hat seitdem leider überwiegend nur mehr Fernsehserienprojekte gemacht, wobei ich über seinen 2019 gedrehten Film Eat Brains Love auch schon einiges Gutes gehört habe und wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwann einmal wieder einen großen, bekannten Film von Rodman Flander. Was aber interessant ist, sind auch die beiden Drehbuchautoren John Brancato und Michael Ferris, die eigentlich seit ihrer
Anfänge Mitte der 80er Jahre grundsätzlich als Autoren-Duo durchgehen. Dabei war auch Unborn 1991 einer der ersten Filme, den sie beide gemeinsam noch unter dem Pseudonym Henry Dominic gedreht hatten. Im selben Jahr übrigens, als sie den Film Codename Black Angel gedreht haben, der dann unter der Regie und auch unter dem Story-Mitwirken von keinem geringeren als Jonathan Mostow realisiert wurde. Mostow hat sie dann natürlich auch für einige weitere Projekte von sich, wie zum Beispiel Terminator 3 und Surrogates, mein zweites Ich, eingesetzt. Aber bis dahin haben die beiden noch einige andere wirklich bahnbrechende Drehbücher geschrieben. Gut, Brainslasher, der von Nameless veröffentlicht wurde, zähle ich jetzt nicht dazu, aber zum Beispiel Das Netz mit Sandra Bullock oder 1997 einen der besten Thriller, die jemals in Amerika gedreht wurden, The Game mit Michael Douglas, wurde von denselben Drehbuchautoren geschrieben wie The Unborn. Na, wenn das mal nicht der Trivia-Bullshit des Tages ist. Aber ich kann das noch überbieten, denn ein weiteres Drehbuch, das die beiden geschrieben haben, das, muss man sagen, wahrscheinlich ihrer Karriere im Jahr 2004 dann so einen leichten Knick versetzt hat, das war Catwoman mit Halle Berry. Yikes! Trotzdem konnten sie sich dann wahrscheinlich eben durch die Freundschaft und Partnerschaft mit Mostow dann noch den Drehbuch-Credit für Terminator Salvation, der ja auch fantastisch ankommen ist, beziehungsweise Surrogates sichern. Ebenfalls interessant ist natürlich, sind natürlich die Schauspieler, die wir in The Unborn vor der Kamera sehen. Allen voran natürlich Brooke Adams, die zur Zeit, als sie diesen Film gedreht hat, schon einige bekannte Titel in ihrer mittlerweile auf fast 70 Credits angewachsene Filmografie vorzuweisen hat. Sie war Elizabeth Driscoll in Die Körperfresser kommen aus dem Jahr 1978 und stand dann 1983 als Sarah Bracknell für die Stephen King-Adaption Dead Zone von ebenfalls keinem unbekannten Regisseur, sondern David Cronenberg vor der Kamera. In ihrer Filmografie verstecken sich sowohl überwiegenderweise vor, aber auch nach The Unborn noch einige interessante Titel erwähnen möchte ich auch noch einen kurzen Auftritt in Larry Cohens The Stuff aus dem Jahr 1985. Neben ihr sehen wir in dem Film als durchgeknallten Doktor und Wissenschaftler keinen geringeren als James Caron, den die meisten natürlich als Frank aus Return of the Living Dead kennen, der aber zum Beispiel auch als Mr. Teague im Original Poltergeist, als Wally Brown in Mulholland Drive von David Lynch mitgespielt hat, oder in dem Will Smith-Film Das Streben nach Glück, den Martin Frome gespielt hat. Aber wir haben dann noch Kay Callan in einer Rolle, die war zum Beispiel die Great Nana Wanetta in Knives Out, einem der besten Filme der letzten 20 Jahre, und war auch in insgesamt fast 150 Film- und Fernsehprojekten zu sehen. Ganz besonders erwähnen möchte ich auch die von mir sehr verehrte Kathy Griffin, die eine kleinere Rolle in The Unborn spielt, die zwar natürlich auch in ihrer langen Karriere, zum Beispiel 1996 als Cable Boy's Mother in einem der, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt beliebtesten Jim Carrey-Filme The Cable Guy gespielt hat und natürlich auch mit Voice Work für Shrek und so weiter einige Sachen gemacht hat mit insgesamt über 80 Credits bei Filmen und Fernsehserien, die man aber in erster Linie als wirklich, wirklich böse und daher auch wirklich, wirklich lustige Stand-Up-Comedienne kennt. Aber apropos wirklich lustig, Lisa Kudrow spielt in dem Film mit und das war einige Jahre bevor sie dann als Phoebe in Friends durchgestartet ist und mittlerweile in über 230 Folgen von dieser Serie zu sehen war, aber natürlich dann beflügelt durch den Erfolg von Friends auch einige andere Sachen gemacht hat. Aber glaubt ihr echt, das ist alles, was man da entdecken kann? Nein, die Musik stammt unter anderem von dem Sänger und Performer Gary Numan, der auch Soundtrack-Geschichten für Lara Croft und einige andere Dinge beigetragen hat und auch selber in seinen eigenen Musikvideos natürlich zu sehen ist. Die Special Effects stammen von Jeffrey S. Farley, der zum Beispiel auch die Special Effects bei Demolition Man mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes gemacht hat, für die Effekte von Der Blob oder Wolf, das Tier im Manne verantwortlich war und bei über 120 Filmen generell am Make-up mitgewirkt hat. So zum Beispiel auch Filme wie
Leon und mit stählerner Faust mit Jean-Claude Van Damme. Er hat auch noch bei Color of Night als Make-up-Effekt mitgewirkt, hat die großartigen Effekte von Scanner Cop 2 gemacht oder von Cyber Zone oder von Nightmare on Elm Street Teil 6 und so weiter und so fort. Auch da eine Menge zu holen. Aber trotzdem finde ich, schlägt nichts den Kameramann dieses Films, nämlich Wally Pfister. Den Namen hat man wahrscheinlich nicht nur aufgrund von absolut geschmacklos Wortspiele das ein oder andere Mal gehört. So ist Wally Pfister, der übrigens ebenfalls sein Debüt 1991 bei The Unborn gefeiert hat, dann relativ bald zu den Playboy-Softcore-Erotikstreifen gegangen und hat die Kamera für die ersten vier Inside-Out-Filme gemacht. Ja, ein Film mit der quasi Bethmannschen Titellogik. Man verpackt einfach die komplette Inhaltsangabe im Filmtitel, damit man auf dem Backcover mehr Platz für bunte Bilder hat. Aber 2000 hat sich die damals wahnsinnig unspannende Karriere von Wally Pfister ein kleines bisschen verändert, als er die Kamera für einen relativ unbekannten kleinen Thriller gedreht hat. Ich glaube, ihr habt vielleicht irgendwann einmal was gehört von Memento von Christopher Nolan. Und seitdem ist Wally Pfister ja tatsächlich der Stammkameramann von Christopher Nolan und hat neben Insomnia, Schlaflos dann natürlich auch bei Batman Begins, bei The Dark Knight und The Dark Knight Rises die Kamera gemacht und hat für seine Kamera von Inception tatsächlich den Oscar als bester Kameramann gemacht und bekommen. Und ganz ehrlich, das ist auch etwas, das man bei der Cinematography von The Unborn durchaus erkennen kann, dass hier ein wirklich talentierter Kameramann hinter dem Aufnahmeapparillo saß, der wirklich weiß, wie man mit Schatten, wie man mit Licht arbeitet, wie man das Bild eben wirklich schön ausgestaltet. Dieser Film ist optisch weitaus besser, als man das von einer billigen wie Direct-to-Video Roger Corman Produktion aus dem Jahr 1991 erwarten hätte können. Ganz ehrlich, The Unborn ist ein Film, wo man sich vielleicht nach dem ersten Blick auf das Cover oder die Inhaltsangabe denkt, naja, eigentlich interessiert mich das nicht, aber wenn man weiß, wer vor und hinter der Kamera an diesem Film mitgewirkt hat, dann katapultiert das den Film, finde ich, in das definitive Must-Watch-Territorium. Vor allem, weil The Unborn jetzt zwar kein Film ist, der sein Spannungslevel durchgehend auf absolut hohem Niveau hält, der aber trotzdem einige wirklich interessante Szenen hat, ein interessantes Konzept hat, dabei natürlich über weite Strecken auch durchaus sein spannendes Niveau hält, der dann übrigens im deutschsprachigen Raum über RCA Columbia auf Videokassette veröffentlicht wurde, umgeschnitten mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren und dann natürlich 1992 für 25 Jahre auf dem Index für jugendgefährdende Medien verweilen musste, der übrigens und dann im Jahr 1994 ein Sequel unter dem Titel The Unborn 2 Born Again bekommen hat, von dem Regisseur Rick Jacobson, der zwar in erster Linie bei einigen Fernsehserien in der letzten Zeit Regie geführt hat, so hat er insgesamt 7 Folgen von den Spartacus-Staffeln gedreht, bei 6 Folgen von der großartigen Serie Ash vs. Evil Dead saß er auf dem Regiestuhl. Er hat 12 Folgen Xena gedreht, 12 Folgen Baywatch, aber damals, Mitte bis Ende der 90er Jahre, war er vor allem als Regisseur von relativ unterhaltsamer B-Standard-Klopperware von Full Contact, Dragonfire, Lion Strike, Nighthunter mit Michael Dudikoff zum Beispiel hat er gedreht, Blood Fist 8, beziehungsweise dann, wo wir gerade, der Nighthunter mit Don the Dragon Wilson und Melanie Smith, nicht der mit Michael Dudikoff, aber wahrscheinlich hatte ich Dudikoff gerade deswegen im Blick, weil er auch Executive Command mit Michael Dudikoff gedreht hat, den ich eigentlich ebenfalls ganz gerne mag. Witzigerweise kam der Film dann im deutschsprachigen Raum über Empire nicht als The Unborn 2 auf den Markt, sondern als Baby Blood 2 und wurde gesequelsploitation als Fortsetzung für den französischen Film Baby Blood aus dem Jahr 1990 von Alain Robac, weil man scheinbar an dem Film die Rechte hatte und nicht an The Unborn und den Titel einfach nicht weiterverwenden konnte. Aber auch der zweite Teil soll halbwegs unterhaltsam sein. Roger Corman hat ihn ja ebenfalls mitproduziert, aber natürlich nichts im Vergleich zum ersten Teil, der, wie ich finde, eine relativ coole Story hat mit diesem Konzept, dass ein Wissenschaftler eine Frau künstlich befruchtet und dabei allerdings an dem Samen, den er ihr einpflanzt, ein bisschen herumgedoktert hat und ihr irgendeine Genmutation einpflanzt, was dann sich mit ihrem Körper nicht ganz so verträgt und dabei wirklich einige coole Momente auslöst, auch wenn ich jetzt nicht ganz verstehe, warum der Film
Film dann im deutschen alten Videotitel als Kind des Satans umbetitelt wurde, weil ein Satan kommt in dem Film nicht vor. Aber apropos altes deutsches Videocover, WMM hat den Film als High Definition Premiere hierzulande in 3 verschiedenen Mediabooks veröffentlicht und deswegen möchte ich mir mit euch jetzt natürlich zuerst einmal die Cover Artworks der deutschen Mediabooks anschauen. Das Cover A ist hierbei limitiert auf 222 Stück und entspricht dem alten deutschen VHS-Cover von RCA Columbia. Wie üblich hat WMM sehr wenig nur in das Originaldesign eingegriffen, um das Motiv für das deutsche Mediabook anzupassen. Natürlich musste man das Format ein kleines bisschen verändern, aber da hat sich WMM natürlich quasi perfekt angeboten, dass oberhalb vom Filmtitel auf dem Videocover nur noch einmal ein Banner mit dem RCA Columbia Logo war, auf das man einfach verzichten hätte können und dass unterhalb von dem Motiv dann noch ein Cast and Crew Block war, auf den man einfach verzichten hat können. Was mir stilistisch ebenfalls sehr ansprechend erscheint, ist die Tatsache, dass man die Tagline unterhalb von das Motiv gesetzt hat, weil eigentlich war sie auf der alten VHS-Kassette irgendwie in diesem Motiv drinnen und das sieht so, wie es da auf dem Mediabook ist, auf jeden Fall wesentlich schöner und wesentlich aufgeräumter aus. Dann wechseln wir zum Cover B. Das ist verdammt schön. Und das wurde gezeichnet von dem absolut talentierten Cover-Artist Mariano Matos, von dem ich wirklich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren noch einige weitere Motive finden. Limitiert ist das Ganze nur auf 222 Stück, aber wie ihr ja vorher bereits gesehen habt, mit diesem Cover werden wir uns dann im weiteren Verlauf des Videos noch einmal genauer auseinandersetzen. Aber zuerst noch last but not least, das Cover W. Das heißt tatsächlich so, weil es sich um das wattierte Cover-Artwork handelt. Und ähnlich wie es WMM offiziell offensichtlich aktuell gerne macht, bei den neu gezeichneten Cover-Artworks von Ralf Krause, wie eben zum Beispiel auch bei Filmen wie Programmiert zum Töten, The Patriot oder Der Rasenmähermann, sind das dann die Motive, die mit einer Wattierung ausgestattet sind. Ralf Krause hat, finde ich, hier ebenfalls ein ganz nettes Cover-Artwork gemacht, das im Gegensatz zu dem überwiegenden Orange vom Mariano Matos Cover eher in das Rosane geht. Wir schauen uns dieses Motiv dann im weiteren Verlauf übrigens auch noch einmal näher an, weil das im Booklet von dem Mediabook auch enthalten ist. Aber mir persönlich gefällt in dem Fall auf jeden Fall das Mariano Matos Cover besser vom Ralf Krause. Gibt's übrigens 444 Stück. Aber jetzt wird's dann definitiv einmal an der Zeit, uns dieses eine Stück anzuschauen, das jetzt mittlerweile, holy hell, schon seit 17 Minuten vor mir liegt. Aber mir war es wichtig, wirklich einige der Informationen, die ich bei der Recherche zu diesem Review gefunden habe, auch wirklich an euch weiterzugeben, weil The Unborn wirklich ein Wahnsinnsfilm ist hinter den Kulissen und auch einer, der mich eben trotz seiner leichten Schwächen im Bereich der Spannung durchaus unterhalten hat. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt bei einem neuen Blu-ray-Check hier auf Playzocker Reviews. Ich bedanke mich bei WMM für das Rezensionsmuster zu diesem Mediabook. Freue mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check noch weiter ausführlich über das Mediabook von The Unborn zu sprechen. Holy freaking hell! Ich weiß, der ein oder andere von euch hat sich diesen Ausspruch von mir bereits erwartet, als ich das Bild vorher bei der Covergalerie das erste Mal eingeblendet habe, aber Gott, jetzt konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Was für ein verdammtes Meisterwerk ist dieses Cover-Artwork. Das sieht wirklich absolut großartig aus. Was ich persönlich ganz besonders liebe, ist die Tatsache, dass einige wirklich tatsächliche Szenen aus dem Film hier wirklich wahnsinnig schön zusammengefügt und kombiniert wurden, dass wir eben hier eine wirklich interessante Collage aus verschiedenen Szenenversatzstücken haben, die von Mariano Matos aber wirklich mit einer absolut talentierten Federführung hier auf diesem Cover-Artwork arrangiert und zusammengefügt wurden. Das Einzige, was mich auf den ersten Blick ein bisschen irritiert hat, ist der Mann hier auf der rechten Seite, der offensichtlich 3 Arme hat, aber nein, der eine gehört noch zu dem Baby, der das quasi dann hinter ihm hervorgreift in dieser Collage. Aber apropos Collage, wir sehen hier, und dass Matos teilweise eigentlich recht interessant mit ähnlichen Elementen arbeitet, wie zum Beispiel auch Ralf Krause. Auch bei den Cover-Elementen von Mariano Matos haben wir gerne so einen leichten weißen Rand um die Figuren herum, wobei Matos, finde ich, wesentlich feiner, wesentlich detaillierter zeichnet und das Bild einfach im Endeffekt wesentlich schöner ist, weil eben die einzelnen Elemente noch mehr Details haben, weil sie feiner ausgestattet sind, man braucht ausgefallen sind. Man brauchte zum Beispiel nur an die
hier unten bei dem Bild auf diese Blätter schauen, auf diese Steinstruktur, auf die Äste von den Bäumen, beziehungsweise generell auch die Haare von den Charakteren. Ich liebe es außerdem, wie dieses Baby mit diesem Pfahl hier so absolut aggressiv reinschaut, dass natürlich das Gesicht des Babys wirklich 1:1 aus dem Film stammt, auch die anderen Charaktere und Schauspieler wirklich sehr genau dem nachempfunden sind, wie sie in dem Film wirklich ausschauen. Da hat Mariano Matos wirklich ein fantastisches Cover-Artwork geschaffen, das dann aber auch von WMM wirklich großartig für dieses Mediabook hier aufbereitet wurde. Ich mag auch, dass der Titelschriftzug hier unten dann doch relativ dezent ist und zumindest eben wesentlich kleiner ist, als er das dann noch bei dem alten deutschen Videocover ist. Wir wechseln dann einmal hier über den Spine, der diesmal wieder sehr gut gemacht wurde, der eben neben dem Filmtitel auch eine Miniaturversion vom Frontcover-Artwork zeigt, und schauen dann auf das Backcover. Da sehen wir natürlich eben ein paar Elemente, so wie zum Beispiel diese Baby-Hamster-Bällchen, beziehungsweise unseren durchgeknallten Wissenschaftler bekommen die Inhaltsangabe zum Film, weitere Bilder aus dem Film, die Cast and Crew-Angaben, technischen Details, sowie dann die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und da hat man, finde ich, bei diesem Release auch einiges an interessanten Informationen zusammengetragen. So bekommen wir auf der deutschen Blu-ray auch den Audiokommentar, der damals für die amerikanische High-Definition-Premiere von Scream Factory produziert wurde, in dem Produzent und Regisseur Rodman Flander mit Adam Simon spricht. Simon hat zwar mit dem Film The Unborn per se nichts zu tun, ist aber selber auch Filmemacher und hat dadurch natürlich einen interessanten Zugang und einige interessante Anmerkungen im Gespräch mit Rodman Flanders. Simon könnte man womöglich kennen als Autor des 2019 mit unter anderem Frank Grillo gedrehten Film Point Blank, der aber leider nur auf Netflix erschienen ist. Scheißdreck. Außerdem hat er 2020 in dem wirklich absolut großartigen Film Boss Level, ebenfalls mit Frank Grillo, die Rolle des Loudmouth verkörpert. Aber kommen wir eben zurück zu The Unborn. Der Audiokommentar bietet wirklich einige interessante und auch unterhaltsam präsentierte Informationen zur Produktion dieses Films, liegt hier in der englischen Fassung vor. Und wir können jetzt, nachdem wir noch unsere individuelle Limitierungsnummer von den insgesamt 222 Stück gesehen haben, ins Innere von dem Mediabook wechseln. Da bekommen wir dieses Mal den Film The Unborn auf beiden Medien. Links als Blu-ray, rechts als DVD, da es sich eben bei diesem Mediabook um die erste digitale Heimkino-Veröffentlichung dieses Titels in Deutschland handelt, bekommen wir hier keine Blu-ray oder nur DVD mit Bonusfilm, sondern eben den Film wie gewohnt unter Anführungszeichen bei Mediabooks auf beiden Medien. Interessant ist übrigens, wenn wir uns jetzt diesen Diskdruck hier näher anschauen, dass zwar grundsätzlich das fast gleiche Bild wie auf dem alten deutschen VHS-Cover verwendet wurde, dass das aber entweder gefiltert oder neu gezeichnet wurde, weil die Fingernägel von diesem kleinen Baby doch auf der alten Videokassette bei weitem beziehungsweise wesentlich reißerischer ausgefallen sind als hier dann auf dem Disc-Design. Das ist übrigens dasselbe, dieselbe Interpretation von diesem Motiv, die damals auf der amerikanischen Blu-ray auch als Frontcover verwendet wurde, also womöglich die Originalversion, die dann von dem deutschen Label noch etwas intensiviert wurde. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert, wenn es anders wäre. Jetzt können wir aber an der Stelle natürlich noch einmal einen genaueren Blick hier auf das alternative Cover A mit der alten VHS-Version werfen, das hier, finde ich, auch als Backcover von dem Booklet sehr schön aufbereitet wurde. Und wie eingangs bereits versprochen, natürlich auch das Ralf Krause Cover Artwork, das hier als Frontcover von dem Booklet verwendet wurde. Auch das, meiner Meinung nach, eine ganz nette Kompilation und Zusammenstellung aus verschiedenen Elementen des Films, wobei ich das hier bei weitem nicht so spannend und interessant finde, wie das, was uns eben Mariano Matos serviert hat. Blättern wir dann einmal durch das Booklet, das misst auch bei diesem Titel wieder 20 Seiten und wurde von keinem Geringeren als Christoph Kellerbach geschrieben, der wirklich ganz viel Zeit offensichtlich in die Recherche zu diesem Titel investiert hat, dabei einige wirklich tolle Informationen ausgegraben hat. Und ich muss zugeben, ich habe meine Recherche für die ersten 17 Minuten dieses Videos gemacht, bevor ich dieses Booklet gelesen habe, bekam dann allerdings vor allem im Bereich eben von Kameramann, Special Effects und Musik noch weitere Ansätze, meine Recherche noch weiterzuführen und zu intensivieren. Christoph hat da wieder mal ein wirklich tolles Booklet geschrieben mit einigen wissenswerten Informationen rund um diese wahnsinnige Filmproduktion. Die meisten
eben auch am Anfang schon in meinem Video enthalten und für euch anders aufbereitet. Aber das, wie das eben hier im Booklet zu finden ist, gefällt mir ebenfalls sehr gut. Ich mag auch die Tatsache, dass dieses Muster bzw. Dieses Hintergrunddesign dasselbe ist, das wir eben zum Beispiel dann auch durchgehend hier im Mediabook haben. Damit fügt sich das Booklet einfach sehr, sehr schön in dieses Mediabook-Gesamtkunstwerk ein. Aber das optische Highlight für mich ist bei diesem gesamten Release natürlich immer noch das Cover-Artwork von Mariano Matos. Aber wer weiß, vielleicht können wir diesen Eindruck ja im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check ändern, denn jetzt wollen wir uns einmal den Film an sich näher anschauen. Genauer gesagt, die High-Definition-Präsentation des Films. The Unborn wurde damals für den amerikanischen Shout Factory Release im Jahr 2018 von einem 2K-Master neu abgetastet vom Original-Filmmaterial und in 2K restauriert, woraus eben dann die amerikanische Blu-ray gezimmert wurde, beziehungsweise aus demselben Material jetzt dann auch die deutsche Blu-ray. Man darf also gespannt sein und erwarten, dass die Bildqualität dementsprechend hoch ist, aber wie üblich verlasse ich mich nicht auf solche Sachen, sondern schaue selber nach. Dazu habe ich ein paar kleine Assistenten mitgebracht in Form von Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von WMM direkt, möchte allerdings natürlich wie üblich darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow zwar alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern ins Video einfügen, die es dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber trotzdem finde ich es immer wieder cool, euch ein bisschen zu visualisieren, was ich jetzt einfach beschreiben möchte. Nämlich einerseits natürlich die großartige Cinematografie von Wally Pfister, die wir uns jetzt hier über diese Screenshots ein bisschen näher anschauen können, beziehungsweise dann eben natürlich auch die Qualität der High-Definition-Aufbereitung. Und die ist damals eben im Remastering-Prozess über Shout Factory in Amerika absolut fantastisch ausgefallen. Gut, der Film wurde damals auf 35mm Filmmaterial gedreht und hier ganz offensichtlich entweder direkt vom Original Kameranegativ oder von einer sehr frühen Kopie neu abgetastet, weil das, was wir eben hier an Bildqualität serviert bekommen, ist schlicht und ergreifend fantastisch. Wir haben die meiste Zeit über eine hervorragende Schärfe, wir bekommen ein sehr detailliertes Bild. Das Einzige, was mir ein bisschen auffällt, ist das wohl Drehmaterial und budgetbedingt natürlich die helleren Szenen absolut kräftig, dynamisch, natürlich und fantastisch aussehen, wohingegen wir in etwas dünkleren Szenen dann beispielsweise auch eine etwas stärkere Rauschintensität erkennen können. Das nimmt allerdings auch hier zu keiner Zeit irgendwelche störenden Ausmaße an und meiner Meinung nach ist dieses hier aufbereitete Bild absolut hervorragend. Was mir persönlich als Fan der natürlichen analogen Filmästhetik sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass wir es hier nicht mit irgendeinem nachträglich per Digital Noise Reduction totgefilterten Bild zu tun haben, sondern dass die Grainstruktur und die damit verbundenen Unruhen auch möglichst authentisch hier auf der deutschen Blu-ray-Umsetzung zur Geltung kommen. Wir haben dadurch zwar ein manchmal etwas stärker, manchmal aber trotzdem vor allem in den helleren Szenen recht gering, nur rauschendes Bild, aber diese Rauschintensität ist zu keiner Zeit auch nur ansatzweise störend. Auch das Encoding bzw. die Kompression der Blu-ray-Umsetzung ist meiner Meinung nach gelungen. Der 85 Minuten lange Film belegt 22,2 GB auf dem High-Definition-Medium und das hat dem Encoder auf jeden Fall genug Platz und Spielraum gegeben, um dieses hier vorliegende Bild adäquat zu komprimieren, ohne dass dabei irgendwelche störenden Block-Artefakt- oder Banding-Strukturen auftreten. Ich persönlich bin mit der Bildqualität von The Unborn hier auf der deutschen Blu-ray auf jeden Fall zufrieden. Oh, wow. Also ganz ehrlich, ich hatte noch keine Ahnung, was mich bei dem Film The Unborn erwartet, als die Ankündigung von WMM kam. Ich kenne die alte deutsche VHS-Fassung nicht, ich habe den Film auch auf der amerikanischen Blu-ray nicht gesehen und ich dachte mir, naja, wird halt so ein typischer 0815 Videothekenheuler sein, der im besten Fall nicht ganz einschläfernd langweilig ist. Aber niemals hätte ich damit rechnen können, einen Film mit einer absoluten Starbesetzung zu sehen, die neben bekannten Schauspielern aus Kultfilmen wie Die Körperfresser kommen oder Return of the Living Dead, auch Stand-Up-Comedians wie Kathy Griffin und Lisa Kudrow aus
Friends enthält. Niemals hätte ich mir gedacht, dass die Kamera von diesem Film ein Oscar-prämierter Kameramann gemacht hat, dass der Regisseur auch einige wirklich großartige, kreative, andere Arbeiten abgeliefert hat und dass natürlich als Produzent Roger Corman immer ein Schatz ist für den Fan, den geneigten Fan von B-Movie-Unterhaltung. The Unborn ist zwar kein perfektes, temporeiches und in jeder Sekunde absolut makellos durchdachtes cinematografisches Meisterwerk, wie es eben zum Beispiel ein Rosemary's Baby sehr wohl ist, aber es ist ein Film, der als B-Movie-Version davon hervorragend funktioniert, hervorragend unterhält und den man eben Fans von vergleichbaren Filmen bzw. werdenden Eltern, warum nicht, definitiv empfehlen kann. Ein Film, der mich unterhalten hat, der coole, handgemachte Effekte bietet, der eine fantastische Geschichte im Hintergrund hat und ein Film, wo ich nicht nur froh bin, dass ich ihn jetzt endlich sehen durfte, Verzeihung, sondern wo ich auch froh bin, dass WMM dermaßen viel Liebe in diesen Release investiert hat. Neben dem Film und dem Transfer natürlich auch den Audiokommentar von der Screen Factory Blu-ray aus Amerika lizenziert hat, beziehungsweise einfach einen großartigen, unterhaltsamen Film mit fantastischer Bildqualität in hervorragenden Cover-Artworks zu servieren. Meine persönliche Empfehlung geht hier auf das Mariano Matos-Cover, beziehungsweise wenn euch eines der anderen beiden besser gefällt, könnt ihr natürlich auch da zuschlagen. Immerhin ist das, ist der Inhalt von den Mediabooks in allen drei Fällen gleich. Ich persönlich finde das am besten, aber eines ist für mich klar, dass dieser Film bei uns hier ein Mediabook mit schönem Cover-Artwork bekommen hat. Das ist was, das freut mich richtig.